Ja, Jungs, was soll ich sagen? Hier seht ihr die ganzen Sachen, was ich gewonnen habe. Dieser Titel hier, das ist von einem anderen Cup, aber hier Einzelmeister, dann der Scheck für den Einzelmeister, der Pokal für den besten Spieler im Teamwettbewerb und halt die Urkunde dafür und eben die Meisterschale, die eben Sturm Graz jetzt hat, sozusagen. Das ist unbeschreibliches Gefühl, allein die Woche, also die ganze Woche, die war abnormal für mich. Ich habe am Mittwoch eine Cup gewonnen, wo ich eine Samsung-Fernseher gewonnen habe, Wert von 600 Euro. Dann Freitag OnePlate Cup, Playoff, Österreich, erster Platz, 1000 Euro. Und ich denke mir einfach so, weißt du, wie geil es wäre, es einfach am Wochenende einfach Einzelmeister und noch Meistertitel, also Teamwettbewerb zu gewinnen. Weil ich habe das wochenlang gepredigt. Also seit dem Grunddurchgang, welches wir im Jänner ausgespielt haben, habe ich das ganze Zeit gepredigt, wie geil es wäre, wirklich alles zu holen, was es zu holen gibt. Also das Beste ist ja, Mittwoch, wo ich den Fernseher gewonnen habe, 90er Modus, Freitag Food Ultimate Team mit 85er Bewertung, also man durfte nur mit einem Team spielen, welches nicht höher als 85er Bewertung hat. Samstag mit dem Silber Kack Team gewonnen und jetzt Sonntag einfach Teamwettbewerb im 90er Modus auch. Ich höre, ich habe wirklich noch immer keine Worte dazu. Ich werde in den nächsten Jahren, ich glaube, immer noch Gänsehaut von dem Moment haben. So, in dem Video werde ich jetzt nur ein paar Highlights zeigen und ich hoffe, es gefällt euch und ja, genießt es einfach. Es war wirklich, ich habe fast einen Herzstillstand einfach bekommen. Also mein Herz ist auf und ab gegangen. Aber wie gesagt, genießt es einfach und gönnt euch die Highlights. Schauen, dass er keine leichtsinnigen Ballverluste mehr sich fängt. Hierländer, Michol und wieder Geuginger. Platz auf der rechten Seite. Gutes Auge und gutes Zuspiel. Michol und das sehr viel Platz für Schobesberger. 1-1. Und Zwitaka im ersten. Davis, Geuginger. Gibt es da wieder einen derart guten Steilpass? Zunächst mal geht es auch hier wieder zurück. Geuginger jetzt mit der Flanke, das ist die dicke Möglichkeit und das ist auch das Tor. Er rennt den Ball ins Netz. Guter Haken und etwas Platz. Ja, da steht hier Philipp noch nicht optimal. Vor allem da kommt Unterstützung aus der Defensive. Husbecker Reingabe. Gut, und das ist das 3 zu 2. Das 3 zu 2 für Aydin Islamovic, der vielleicht. Karic. Gut, das der ist zu weit. Der Der ist ist zu einen weit. Hauch zu weit und das ist der Titel für Aydin Islamovic. Er schlägt Filip Babic im Finale und das ist jetzt das faire Abklatschen zwischen den beiden. Wir haben einen neuen E-Bundesliga-Champion. Der Titel wandert von Marcel Holi zu Aydin Islamovic, der sich durchsetzen konnte. Er hat sich qualifiziert über die E-Bundesliga-Majors und jetzt darf er sich nicht nur über diesen Pokal freuen, sondern auch über 5000 Euro Preisgeld und über einen Quali-Platz bei der FIFA Global Series. Was sind das für Bilder, Fabian? Ja. Gratulation an all die. Nicht so ungewohnt, wenn Aydin mit von der Partie ist. Er ist unglaublich ballsicher, legt auch viel Wert darauf, den Ball lange zu halten und dann eben geduldig auf seine Möglichkeiten zu warten. Jetzt Friesenbichler und da ist das Tor. Und es ist ein Traumtor. Besser kann man das nicht machen. Zeige, kommt nicht in den Angriff. Letzter Abschluss, vielleicht noch das 1:1 für Armin. Zakaria, der Pass kommt. Guter Abschluss von Yuki, aber es soll nicht sein. Der Sieg geht an Aydin Islamovic, der damit die Grazer im Rennen um den Meistertitel hält. Also in der Live-Tabelle kommen sie damit bis auf einen Punkt heran. Ja, und jetzt gucken wir hier mal drauf beim Duell zwischen Philipp Babic für die Austria und Philipp Gutmann auf der anderen Seite für die Grazer. Da steht es 3 zu 2 für Philipp und der Johannes. Da braucht es noch den Ausgleich, dann wäre Sturm tatsächlich noch Meister. Das ist die Möglichkeit und das ist der Ausgleich
völlig irre. Das Ganze dreht sich hier. 88. Spielminute. Sturm scheint diese 4 Punkte Rückstand wettzumachen. Es ist unglaublich, unfassbar, was hier los ist im Studio 44. Der Jubel ist groß. Es ist der helle Wahnsinn. So, jetzt nochmal Platz nehmen. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Wir haben hier nochmal eine Zeitlupe von Friesenbichler Tor, von Aydin Islamovic. Ein sehr, sehr wertvolles Tor. Aber Phil Gutmann ist jetzt auch eben noch in seiner Partie. Ja, da werden noch mal ein paar taktische Anpassungen vorgenommen für diese letzten entscheidenden Minuten. Hier ist noch nichts vorbei. Wir haben auch am heutigen Nachmittag mehrfach die Situation gehabt, dass kurz vor Schluss noch entscheidende Tore gefallen sind. Und mit kurz vor Schluss, das bedeutet dann nicht immer nur die 83., 84. Minute, sondern vor allem auch die 90. oder sogar die Nachspielzeit. Die Jungs haben richtig was drauf. Die wissen auch, mit diesen 60 Sekunden, die dann nach den 90 Minuten häufig nochmal oben drauf kommen, gut umzugehen. Da sehr effektiv, sehr geduldig zu bleiben und eben diesen letzten Angriff auch durchzuziehen. Also nochmal das Kopfnicken hier bei Philipp Babic. Wir sind unglaublich heiß. Und schau dir das Zwinkern an. Der Druck lastet jetzt komplett auf seinen Schultern und Sturm Graz-Kapitän Philipp Gutmann könnte hier also den Meisterteller doch noch nach Graz holen. Denn Aydin hat seine Partie mit 1:0 gegen Armin gewonnen und damit eben den Rückstand auf einen Punkt verkürzt. Und auch in der anderen Partie dürfte es gut ausschauen für die Grazer. Hier also das 3:3 in Unentschieden, das wohl reichen würde für einen Meistertitel von Sturm Graz. Ja. Zakaria zu Grünwald. Das ist der Angriff, der jetzt alles nochmal drehen könnte. Marcinko, jetzt muss es klappen, jetzt oder nie. Nur eine Minute Nachspielzeit, das ist der Fehlpass. Und jetzt wohl raus mit der Kugel. Dante zurück zu Thoma. Der verlagert die Seite und das ist der Schlusspfiff. Der Zeller geht nach Graz und wir haben Emotionen versprochen und das sind sie. Und das wollen wir jetzt einfach mal nur so stehen lassen. Das wollen wir nur genießen. Wahnsinn. Er kann es nicht glauben. Philipp Gutmann, Johannes, ich gebe dir die Möglichkeit, einmal wieder deinen Kommentatorenplatz zu verlassen. Das waren sehr, sehr spannende Minuten, die wir hier gehabt haben auf der Bühne hier im Studio 44. Riesenglückwunsch an Sturm Graz, die zum zweiten Mal in ihrer Historie diesen Teamwettbewerb gewinnen können. Sie gewannen 2017, 2018 zuletzt und auch Aydin kann es nicht mehr glauben. Es ist vollbracht. Sturm Graz hat die Aufholjagd hinbekommen und diese Emotionen, die sprechen für sich. Das Lächeln bei Philipp Gutmann. Das Lächeln generell auch bei seinen Teamkameraden. Er kann es noch nicht glauben. Es ist einfach schön zu sehen, liebe Zuseherschaft. Herrlich, diese Bilder. Glückwunsch auch an die Austria, die eine richtig gute Saison gespielt hat hier im Teamwettbewerb. Das wollen wir nicht vergessen. Es war bis zu dieser 5. Runde richtig stark von Ihnen. Ganz großes Kino. Und am Ende im Duell zwischen Philipp Babic und Philipp Gutmann fiel die Entscheidung pro Sturm Graz. Und ja, Johannes, etwas, was du dann gleich sicherlich auch noch mal mit aufnehmen wirst, das schon mal vorab. Denn mit diesem Sieg haben wir noch mal eine ganz besondere Sonderkonstellation. Denn im Team der Grazer, da ist ja auch ein gewisser Aydin Islamovic, den wir am vergangenen Samstag gesehen haben, wie er siegreich sich den Einzelbewerb geholt hat. Wir wollen noch mal kurz die Spielstände zusammenfassen, die jetzt zu dieser Ausgangslage geführt haben. Aydin Islamovic gewann mit 1:0 gegen Armin Kamenjasevic. Muhittin Yusavel schlug mit 4:2 Marcel Hurli und Philipp Gutmann gegen Philipp Babic endete 3:3 diese Partie. Das Unentschieden, das sie sich leisten durften, die Grazer. Und Johannes, ich denke, das war ganz großer Sport. Ja, sie haben so hart gekämpft um den Teller und jetzt sollen sie ihn auch erhalten. Also ich darf die Spieler jetzt zur Siegerehrung bitten und es dürfen jetzt eben die Grazer hier nach oben auf das Podest. Zunächst allerdings möchte ich einen Spieler alleine mal herbitten. Aydin Islamovic ist nämlich nicht nur der erste Spieler, der den Einzelbewerb und den Teambewerb in einem Jahr gewonnen hat, sondern Aydin, gratuliere dir. Du bist auch jener Spieler, der zum besten Spieler dieses Teambewerbs gewählt wurde. Und ich darf dich jetzt bitten, zu
Doris Wendler, der Vorstandsvorsitzenden von der Wiener Städtische Versicherung, die hat nämlich nicht nur diesen Pokal für dich, sondern du erhältst auch eine PlayStation 5 als Sonderpreis. Also gestern den Pokal abgeräumt, jetzt den Sonderpokal und dann gibt es den Teller in Kürze auch noch. Also darf ich um die Pokalübergabe bitten. Das ist mal das erste Stück. Also Nummer 1, Pokal ist erledigt. Nummer 2, die Konsole gibt es oben drauf. Und jetzt gerne auch noch die Teamkollegen bitte nach oben auf die Tribüne. Hier haben wir auch noch die Urkunde, die es oben drauf gibt. Und alle Grazer jetzt bitte nach oben, denn ihr habt euch das wirklich, wirklich, wirklich verdient. In einem Herzschlagfinale habt ihr alles noch rausgeholt. 4 Punkte Rückstand wettgemacht in der letzten Runde. Und wirklich auch in den letzten Sekunden noch diese Partie gedreht. Also so spannend, so leidenschaftlich kann E-Sport sein. Und jetzt gibt es gleich die Tellerübergabe. Die ebenfalls Doris Wendler durchführen wird. Also Frau Wendler, darf ich Sie bitten, den Teller an den Wendler durchführen wird. Also Frau Wendler, darf ich Sie bitten, den Teller an den neuen österreichischen Meister der Saison 2020-2021 in der E-Bundesliga zu übergeben. Ja! Yeah! So, das war's also. Bitte noch einmal kurz posieren mit dem Meisterteller. Das ist der neue Meister. Das sind Österreichs beste FIFA-Zocker, angetreten für den SK Buntigammer Sturm Graz, angeführt von Kapitän Philipp Gutmann. Und jetzt auch noch um diesen Meisterteller und um die 5.000 Euro Siegprämie reicher. Ja, was soll ich noch sagen, wirklich. Es war wirklich einfach Emotion pur. Und dass wir halt wirklich mit einem Last-Minute-Treffer einfach gewonnen haben und gleichzeitig bei mir, ich habe einfach fast in der letzten Sekunde verkackt. Wenn ich das verkackt hätte, weißt, ich hätte es nicht mehr mit mir vereinbaren können. Weißt, das wäre mentally zu krass. Es wäre mentally, ich wäre komplett down gewesen, wenn ich das Tor Also wie gesagt, wenn ich das letzte Tor da kassiert hätte, dann wäre es aus, ne? Dann wäre es aus gewesen. Aber FIFA hat an dem Wochenende wirklich gegönnt, muss ich sagen. Ich hatte in den letzten Wochen wirklich viel Pech in dem scheiß Rex-Game, aber offline, ich schwöre, mir liegt das Gameplay einfach offline viel, viel mehr. Man kann sich drehen offline, das ist ein Wunder. Online, wenn ich zocke, Alter. Ich schwöre dir, wenn ich hier sitze und zocke, ich habe mehr Druck, als wenn ich irgendwo hinfahre und offline zocke. Wenn ich weiß, dass das Gameplay einfach, dass da kein Delay ist und sonst ein Dreck passiert, weißt du? Aber ja, egal. Play-in sitz. Ich weiß gar nicht, wann das stattfindet, aber anscheinend in 2 Wochen oder so. Da können wir uns noch für die Playoffs qualifizieren. Da werde ich noch mein Bestes geben, Alter. Und vielleicht fahren wir noch zur WM. Wer weiß. Die Hoffnung lebt. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Euer Champ ist raus. Ciao. Servus.